Auf Schloss Leopoldskron in Salzburg dreht sich seit Freitag früh beim Global Europe Seminar alles um die Frage, wie kommt Europa gestärkt aus den aktuellen Krisen heraus? Landeshauptmann Haslauer sieht Salzburg als prädestiniert für diese hochkarätige EU-Veranstaltung. Salzburg ist einfach der Ort für solche Treffpunkte. Die gesamte Atmosphäre, der Spirit, wenn Sie so wollen, das strahlt Salzburg aus als internationale Stadt, als europäische Stadt. Hier sich zu treffen, über die großen Themen unserer Zeit zu diskutieren, nicht mit Schlagzeilen, sondern tiefgründig und substanziell, das können wir bieten und das ist eine der Stärken Salzburgs. Genau diese Eigenschaft ist für die EU von großer Bedeutung. Wir haben ja leider Gottes, sage ich, den Beleg, dass wir eigentlich immer in den Krisen wachsen. Leider Gottes deswegen, weil ich würde mir wünschen, dass das sozusagen im Normalzustand passiert. Aber das ist offensichtlich sehr menschlich, weil in der Krise eben alle begreifen, dass man nur gemeinsam als eine Familie von 27 diese großen Herausforderungen bewältigen kann. Einer unserer Gründungsväter, der damalige belgische Außenminister Henri Spaak, hat schon vor über 60 Jahren sehr weitsichtig gesagt, alle europäischen Länder sind klein, nur manche wissen es noch nicht. Und solche fundamentalen, solche globalen Krisen wie logischerweise auch die Pandemie können eigentlich nur durch das Zusammenrücken, das Zusammenstehen aller erfolgreich bewältigt werden. Und das beweisen wir ja auch. Es ist aber, das gebe ich zu, eine Herausforderung, jeden Tag dafür zu sorgen, dass diese Einheit und diese Solidarität, das wechselseitig aufeinander schauen, auch erhalten bleibt. Und es wird natürlich schwieriger mit jedem Sanktionenpaket, weil das natürlich auch Einschnitte für die Gesellschaft, für die Menschen im jeweiligen Staat bedeutet. Und da müssen wir aber alles daran setzen, denn stellen wir uns nur vor, wie es wäre, wenn einzelne Mitgliedstaaten auf Russland und die aktuelle Situation reagiert hätten. Die Einheit und Solidarität der Europäischen Union ist Garant dafür, dass sich auch hoffentlich was bewegt bei Putin, dass wir hier eine Änderung erfahren und der Krieg endet. Zukünftig wird das Global Europe Seminar Salzburg jährlich rund um den Europatag am 9. Mai stattfinden.